ich freue mich sehr auf unseren ersten Gast. Er ist im Moment an zwei Stellen tätig. Wo genau? Darüber sprechen wir gleich. Ich freue mich wahnsinnig. Begrüßt mit mir den einzig wahren Holsteiner, Robert Habeck. Da wird die Sau geschlacht, die Sau. Da wird die Wurst gemacht, die Wurst im schönen, herrlichen Holstein. Robert Habeck! Haut es dir, wenn du diesen Song hörst, sofort die Kotze an Zäpfchen, weil du denkst, bitte lieber Gott, hier nicht auch noch. Nö. Wenn du das so schön charmant singst, ist wirklich? Alles super. Mit den Shanties wird sofort ganz schön eigentlich, ja, ne? Ja, ja, ist doch ein schönes Schaukellied, genau. Aber wenn du mit dem Bauernverband los musst, dann ist es nervig. Ja, aber die Diskussionen sind ja nicht mehr so, jetzt wird die Wurst gemacht, sondern die sind sehr fachlich und dann streitet man sich über § 13 der Düngeverordnung. Wirklich? Das hat nicht mehr diese Primitivität, die du so... Ich finde ja auch... Sehr gut. Was ich sagen ich muss... Ich habe dich geduzt. Nein, ja, wir duzen uns. Das, ja? Ich könnte dich jetzt, glaube ich, gar nicht siezen, Herr Habeck. Du, Herr Habeck. Das ja, du, Herr so Habeck, machen wir Hamburger ja gerne. Ja. Das finde ich ist noch ganz schön. Ich freue mich. Das Schlimmste hast du geschafft. Dich singen hören, oder was? So, und den Song! Was trinkst du denn? Ja, komm, was hast du denn? Darüber. Ich hab, wollen wir nicht einfach ein Bier trinken? Ja, ich trinke ein Bier und du trinkst Sekt. Aber dass du Sekt sagst, finde ich auch. Oder Champagner. In Hamburg trinkt man Champagner. Ach komm, wir trinken beide ein Bier. Wir trinken ich hätte Bier gern ein Astra aus der Flasche, so wie der Shanty-Chor von mir. Oh, wirklich? Ja. Du bist doch Profi. Ja, so wir sind doch hier in der ARD. Da dürfen wir doch nicht Astra-Flaschen auf den Tisch stellen. Ach so. Warum guck mal, was da abgeklebt ist. Da siehst du das Herz und den Anker, aber Astra ist natürlich abgeklebt. Dann, jetzt habe ich zwei, oder was? Nee, das meinst also, das du. Entschuldigen Sie bitte, Herr Habeck, dass die Moderatorin auch was trinken möchte. Hier, was? Nein, nur lass doch trinken. Guck mal. So, Leute, Prost, bis der so weit ist. Ja, für Sie, Freunde. Shanty-Chor. Ihr seid fit heute, ne? Ja, super. Hast du mal überlegt, im Shanty-Chor mitzusingen? Vor 10 Minuten. Wirklich? Die haben mir gesagt, wenn du gemein zu mir bist, soll ich mich da verstecken. Ich hätte so eine blaue Jacke an, die geben mir ein Tuch, ich kriege eine Mütze auf und dann kann ich mitsingen. Hast du ja recht. Ist diese Jacke jetzt offen von deinen Söhnen? Nee, die habe ich mir tatsächlich heute beim Wahlkampf schnell besorgt, weil... Du mir dachtest, deine Leute gesagt haben, man muss hier so eine Zwiebel, Zwiebellook haben, weil es hier so kalt werden könnte. Ja, hier ist lagerfeuermäßig. Aber der Rest, den ich anhabe, ist von meinen Söhnen. Verstehe. Beratschlagen die dich denn auch manchmal und sagen, oh Papa, jetzt, hier, das geht jetzt echt nicht, nicht hier die Surfjacke und so? Ja. Bist du denn Stylo-Fan von Haus aus? Nicht, aber verarschen tun sie schon. Ja, verarschen? Ja. Also, was man so beraten nennt. Aber. Ach so, okay. Und was Klamotten angeht, hast du gesagt, kein Anzug tragen, keine Krawatten tragen. Nee, doch, Anzug. Das bleibt jetzt auch erstmal, oder? Nee, Krawatte habe ich mal irgendwie, habe ich mal so gesagt, ist nicht so meins. Aber Anzug muss ich ja mal tragen. Also, das gibt ja nun mal schon so ein bisschen Etikette, ne? Ja, und wenn man in Berlin denn ist, du bist jetzt in Berlin Bundesvorsitzender Bündnis 90 Die Grünen. Ja, da gibt es weniger Etikette. Aber ja, aber gibt es da gar nichts, zum Beispiel eine Vereidigung oder so, wo man Schlips umbinden sollte? Nee, da gibt es gar nichts. Man wird gewählt, ne? Also natürlich ist das eine Art von Vereidigung. Also du hältst eine Rede, dann kriegst du noch ein paar Fragen gestellt bei mir in der Partei. Ist das so, wenn du geredet hast, dürfen die Leute noch mal alles fragen? Was denn so? Sind die Klamotten von deinen Söhnen? Wenn du ein Tier wärst, das ist so die... Ah, das sind so die Max-Frisch-Fragen dann. Max Frisch? Das ist eine total dämliche Frage, finde ich. Ja, aber ich finde, Max Frisch hat immer so... Du bist du doch, Tier du, sein? Nein, ich will überhaupt kein Tier sein. Aber du bist doch der Philosophie studiert hat. Das heißt, dir müssen doch wahnsinnig gute Antworten dann darauf einfallen. Auf die Frage, was wärst du, wenn du ein Tier wärst, ist mir noch nie eine gute Antwort eingefallen. Nur Bekloppte. Man muss irgendwas Sympathisches sagen. Ein Faulbär, ein irgendwas... Was super sympathisch, ich wäre gerne ein nicht? Faulbär. Ja, den wählen wir, das wird ein Faulbär. Nee, was ist denn ein sympathisches Tier? Das fragt mich doch nicht, mir fällt dir nichts ein. Lass uns mal ein bisschen chronologisch vorgehen. Also Robert Habeck kommt aus Heitendorf, Eltern hatten eine Apotheke, hast dann Abi gemacht. Warum hast du nicht Pharmazie studiert? Bin ich nie drauf gekommen. War nie ein Thema? Nee, war nie ein Thema. Du hast dann überlegt, ach Gott, naja, was studieren wir denn mal? Nehmen wir mal Philosophie.
Ja, das war immer mein Ding. Also Pharmazie war nicht so mein Ding und Philosophie war immer mein Ding. Und Philologie. Ja, das kam so dazu. Philologie ist... Sprache, die Lehre der Sprache. Mittel- und Althochdeutsch. Okay, oh also, Gott. Ich konnte mal so reden wie die Leute im Mittelalter. Wirklich? Das, ja. Walter von der Vogelweide, schon mal gehört? War so ein, sprach sehr komisch. Hat das Gedicht geschrieben, ich satz auf einem Steine. Mhm. Ich satz auf einem Steine und dachte Bane mit Bane. Darauf hätte ich den Ellenbogen, den Kette in meine Hand gesmoggen, den Kinn und in meine Wange. Da dachte ich mir viel lange, wie man zerwälte, sollte leben, doch keinen Rat, ich konnte geben. So haben die gesprochen früher. Siehst du, kann ich noch heute. Ja, aber ich verstehe das alles. Ja, und es wird doch... Es ist also ein leichter Akzent. Ich war jetzt nicht so scharf auf Mittelhochdeutsch, aber irgendwie so zu reden wie... Keine Walter Ahnung, am Vogelweide? Das war irgendwie auch cool. Ja, war so. Irgendwie cool. Aber hattest du so Bock zum Lernen denn immer? Ich fand immer so anstrengend. Nee, das war... Ich hätte keinen Bock von Pharmazie zu lernen, aber das war immer meins. Also... Bücher lesen, Bücher schreiben und klug daher schnacken. Das ging immer schon. Ja, ging schon immer. Du bist dann Schriftsteller geworden und deine Frau Andrea, die heute auch da ist. Hallo. Ihr habt zusammen geschrieben. Das finde ich, also erst studiert, kennengelernt. Du hast auch Philosophie studiert, Andrea? Nein. Nein? Wieso habt ihr euch dann an der Uni kennengelernt? Wir haben zusammen Theater gespielt. Ach so, du bist Theaterspieler auch. Sie war mein Henker. Genau. So. Ich war dein Henker. Ihr habt dann zusammen geschrieben und da muss ich ja sagen, geht man sich da nicht immer wahnsinnig auf den Sack, wenn man beides zusammen macht. Also 24-7, schreibt und Windel wechseln und füttern. Ja. Und das stelle ich mir so hart vor. Ja, aber es ist eben auch eine geile Nummer. Also, also es ist schon anstrengend, wenn man, wenn man immer zu Hause ist, aber wir hatten halt goldene Jahre, weil wir zusammen das gleiche Geld verdient haben und zusammen uns um die Kinder gekümmert haben und ich wahrscheinlich genauso viele Murrüben püriert habe wie Andrea und sie genauso viele Seiten geschrieben aber hat. Aber dieser Moment, das ist schon, wenn man das was geschrieben hat, ne, und man ist stolz und dann trinkt man noch einen Schnaps und man denkt, dann fertig ist, dann ist man auch wirklich zusammen stolz. Ja, aber dann geil. Ist man mittendrin und hatte eine super Idee und dann kommt am nächsten Tag der andere und sagt, also das finde ich echt so, das ist nicht die Richtung, die ich mir gedacht habe. Das finde ich nicht gut. Das gefällt mir nicht. Ja, das soll ja jeden Tag dreimal passieren. Und dann darf dreimal. Oh, oder 30 Mal Andrea streng. Ja, weil das stelle ich mir dann, weil ich mir vorstelle, wer soll eigentlich meiner Kreativität, die in mir steckt, wenn ich mir das für mich vorstelle. Ein Produzent. Nee, das ist kein Produzent, was ich zu tun habe. Weil ich habe gesagt, muss das ganze Leben, muss dein ganzer Beruf wirklich ein einziger Kompromiss sein. Nö, habe ich dann gedacht, das mache ich einfach nicht mehr. Ja, es war aber so. Bei mir war es so. Ein einziger Kompromiss, leicht übertrieben, viel oder? Viel Kompromiss. Ja gut, aber es kann ja auch sein, dass durch den Kompromiss Dinge besser werden. Man muss nur kurz seine Eitelkeit runterschlucken und das dann ist läuft ganz, es. Ganz ja, genau. So, deswegen du auf dem Ego-Trip und wie ich als Teamplayer. Nee, nicht ich auf dem Ego-Trip. Es gibt ja was zwischen Ego-Trip und du musst alles und, immer... Ja, du musst alles immer absprechen und so weiter. Ich finde es so ein bisschen egoistisch sein. Ja gut, aber waren jetzt die Beatles geil oder war Paul McCartney und John Lennon solo? Die waren alle solo geil und auch gemeinsam geil. Aber sie wären nicht solo geil gewesen, wenn sie nicht die Beatles gewesen. Die Legende sind die Beatles. Ja, ist ja gut, ich verstehe den Ansatz deiner Demut, die es dadurch das natürlich ist auch Demut. Gibt. Das ist keine Demut. Es ist einfach nur so, dass man davon ausgehen muss, dass man nicht immer nur Recht hat, sondern andere manchmal auch eine gute Idee haben. Und ja, die hole ich mir ja auch. Wenn ich mit meiner Band probe, haben die manchmal Ideen. Dann sage ich, ja, bitte, Marco. Und dann sagt, du kommst auch aus Heikendorf, Marco, ne? Echt? Ja. Kennen wir uns? Ja, Fischladen. Ne? Fischladen. Fischmöller. Ja, das war echt, ja. Oh, da unten aus Mildenort dann, oder wo? Genau. Ja, so krass. Wie alt bist du? 32. Ah, dann kennen wir uns nicht. Aber ich kenne dich. Hauptsache, ich habe dich nicht früher verprügelt oder sowas. Hast du dich da geprügelt? Du bist doch kein Mensch, der prügelt. Als Kind? Nein. Nee. Ja, halt, was man halt so macht natürlich, wie alle. Du hast doch diskutiert. Genau, und Philosophie gelesen. Und genau, Blumensträuße gepflückt und Gedichte geschrieben. Dieses ganze Politik-Ding, ich habe das nachgelesen, weil du es in deinem Buch geschrieben hast. Und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Du gehst jetzt nach Berlin. Hast du schon eine Wohnung? Ja. Haben die dir die gesucht? Musstest nee, du selber los? Das musste ich selber. Und wie im Sachen Ding-Dong, Moin, bin Robert der Habeck. Ich meine, Politiker sind auch keine anderen Menschen, klar. Ja. Ding Dong. Ja. Also, heißt ja immer, es gibt keine Wohnungen so. Irgendwie. Ja. Ich dachte, das erledigt jemand. Weil es gibt ja, so wie du das erzählt hast, irgendwie 40 Leute dann in deinem Team, die um dich rum tüdeln. Also du bist da und dann gibt es diesen Kalender, von dem wohl alle immer wissen, wie ist dieser Kalender. Also das ist jetzt, wo ist am Montag morgens um 9, genau. Wo ist er um 10, um 14 Uhr. Genau, das ist jetzt aber eher, noch bin ich ja Minister in Schleswig-Holstein und das ist
für alle Minister bestimmt gleich, ja. Man ist eine öffentliche Person und ja. der Tag gehört nicht mehr dir. Und der Kalender wird geführt und Wahnsinn. Der ist öffentlich, da gucken auch, also alle, die es wissen müssen, Pressestelle, persönliche Referenten, ja. Büroleitung, Abteilungsleiter und so weiter rein. Steht da auch denn drin 11 Uhr Prostatavorsorge und so oder eventuell? Du kannst das ja bei Outlook mit verschlüsseln sozusagen. Aber wenn du es nicht tust, steht da auch 11 Uhr Prostatavorsorge drin. Wirklich? Genau. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Aber du bist gar nicht der Typ, der so... Für Prostatavorsorge, ja, stimmt. Ja. Aber da steht auch drin, keine Ahnung, heute mal ausschlafen oder so. Wenn du das reinschreibst, sehen das auch alle. Und es gibt natürlich einen tierischen Druck. Es gibt, weiß nicht was, Faktor 10 mehr Anfragen und Terminmöglichkeiten, als die du einfach überhaupt leisten kannst. Okay. Und ich würde schon sagen, ohne jetzt hier rumheulen zu wollen, ich arbeite schon echt viel. Mhm. Aber es geht eigentlich noch immer mehr. Und wenn du da mal reinschreibst, heute mal 19 Uhr Feierabend, der hält das nicht besonders lange, weil die Leute sagen, wirklich? Ah, okay, aber da könntest du doch nicht um 20 Uhr doch nochmal nach Pinneberg fahren. Aber darfst du selber da auch drin rumwühlen im Kalender? Ja, das ist auch mein Privater. Also wenn ich da so reinschreibe, Friseur, Rasenmähen, was auch immer, das steht da genauso drin, aber das hält halt nicht besonders lange. Also du musst dann jetzt wiederum gute Leute um dich rum haben, die sagen, nun ist auch mal Schluss. Der muss jetzt auch zum mal Friseur. Zum Friseur. Genau, so. Man kann ja jeden Abend... In Berlin, wenn man deine Position, oder auch in Kiel, wenn man deine Position hat, eine Einladung annehmen und sich ordentlich an hinter die Binde kippen. Ja, das ist wohl so. Und wenn man diese Einladung annimmt, immer, was sind denn das so für Einladungen? Der Verein und der... Parlamentarische Abende heißen die denn ja immer. Das heißt, Parlamentarier werden eingeladen und die gibt es im Grunde von jedem Verein, von den Handwerkskammern, den Industriekammern, den Gewerkschaften, den Naturschutzverbänden, den Tierschutzverbänden und so weiter. Dann gibt es natürlich noch jede Menge Regierungsgeschichten, die auch noch sind. Und immer steht was zu essen rum und immer steht was zu trinken rum. Und wenn du nicht wehrhaft bist, dann bist du ganz schnell... Und in festen hast du ganz schnell Bahnen Leger zur Ruhe. Ja, gut, dieses Buffet ist ja nicht so sexy, aber... Nee. Aber Leberzirrhose und Schmierbauch ist, ja, wo wir gerade dabei sind, der Leberzirrhose. Ne? Ich nehme kein Bier, ich nehme irgendwas anderes. Ich nehme, was nehme ich denn? Ich trinke ihr Bier erstmal. Nein, das du trinkst, das machen wir nicht. Nein, das bist du krank oder was? Nein, aber guck mal, das ist noch der alte Rand, denn der Dings bin ich krank. Komm, ich bin hier gegen. Nein, das mag ich nicht. Du kriegst hier frisches Bier. Ich bin auch Minister für Lebensmittelverschwendung. Ich finde ja gut, dass du kein Fleisch isst, aber das geben wir jetzt mal, das ist ein bisschen altes Bier. Gut. Nein, das ist mir unangenehm. Guck mal, wir nehmen noch ein Bier für den Robert und ich nehme aber was anderes. Ich weiß nicht was. Ich nehme was? Grüntee. Was ist mit euch denn los? Und alle auf einmal Grüntee? Hatten wir noch nie oder was? Nee, irgendwas mit Pfiff. Grüntee mit Schuss. Und Champagner. Nehmen Champagner mit einem Eiswürfel. So. Champagner mit einem Eiswürfel? Ja, ist es verwerflich? Schon. Überhaupt Champagner zu trinken? Na, das ist Shishi, aber nicht verwerflich. Aber ist denn Shishi verwerflich? Schon. Aber Champagner mit Eiswürfel ist so wie Wein mit Zucker. Hast oder du dich so. Für irgendwas schon mal so hier zu Hause... Hier in den Champagner noch 2 Teelöffel Zucker für die Dame, damit das schmeckt. Hast du dich zu Hause schon mal so halbwegs ausgepeitscht, weil du irgendwas Schlimmes, so wie ich jetzt Champagner trinke, sowas gemacht hast, was so eine Völlerei und was nicht gut war? Aber zu Hause muss ich mich dafür eigentlich auspeitschen. Oder irgendwo, wo du warst, wo du gedacht hast, heute das war... Da war ich mal sehen, gut. Wie der Abend endet. Aber... Ja, nee, nö. Nein, ich bin Politiker, ich habe da Kontrolle drüber. Haben all deine Mitarbeiter, die 40, die du um dich hast, ne? Also, haben die Schweigepflicht? 40 Leute lesen den Kalender, habe ich mal in dem Buch geschrieben, ungefähr. Okay. Im Ministerium arbeiten 350, in der Bundesgeschäftsstelle 50. So, also es sind nicht 40 Mitarbeiter, sondern 3000 letztlich. So? Mit nachgeordneten Behörden. Und wer liest deinen Kalender? 40. Okay. Das hieß ungefähr. Aber ja, meine ordentliche Affäre anzufangen, ging ja auch nicht. Also du solltest ja nicht einen Kalender schreiben. Ja, aber anscheinend. Aber die Prostata-Vorsorge schon, das verstehe ich dann jetzt nicht. Finde jetzt beides, hätte ich jetzt nicht unbedingt das, da reingeschrieben. Das ist beides gleich schlimm, meinst du? Beides gleich oder schlimm eigentlich. Beides gleich toll. Na, mal so, weiß ich nicht. Kann ich jetzt gar nicht sagen. Aber das wäre schon schwierig dann. Das heißt, da muss man dann mit seinem Handy arbeiten. Aber deine SMSen werden nicht... Hast du denn so 2 Handys? Ein Berufshandy und ein Pussyfon? Weißt du, so ein privates... Ich habe ein Handy. Kriegst du eigentlich Liebesbriefe? Nicht, dass ich wüsste, aber die Post wird zensiert.
Ja, die Drohbriefe kriege ich auch nicht zu sehen. Aber Liebesbriefe muss man doch weitergeben. Ich kriege so, wir haben mich bei, darf ich ja nicht sagen, sonst muss ich auch noch nachher den Mund abkleben, ja, gesehen. Und das war irgendwie toll. Ja. Aber Liebesbriefe, wie du sie jetzt so meintest, zotig meinst. Nee, nicht zotig. Ich habe noch keinen gesehen in meinem Leben. Also in meinem politischen Leben. Aber da würde ich mal nachfragen. Dann würde ich mal einen von den Leuten... Hat mich auch bisher nicht interessiert. Nein? Nee, bis du mich so aufgebracht hast. Naja, man will ja so ein bisschen wissen, wo steht man so im Ranking der Liebesbriefe. Der im Liebesbrief-Ranking der Promis in Deutschland. So ein Quatsch. Entschuldigung, du weißt doch, du bist ja nicht doof. Du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Du kriegst doch mit, dass Frauen auf dich reagieren. Nee. Ja, Claudia Roth. Stimmt. Aber Claudia Roth schreibt mir keine Liebesbriefe. Die drückt und knuddelt. So. Aber die findet dich bestimmt toll. Inhaltlich nicht immer, aber, ja, so, aber als, so als Typ, glaube so ich, zum schon. Knuddeln, ja, bin ich gut genug, ja. Du bist ja ein cooler Surfer, ne? Nee, aber ich... Kann ich mir nicht vorstellen, dass du surfst. Dankeschön. Nee, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du singst. Nee, aber ich meine es gar nicht beleidigend. Hast du aber. Wirklich? Nein, ich will damit sagen, zu schlau zum Surfen. Ja, das ist aber auch kompliziert. Nee, finde ich nicht. Surfen? Surfen? Also, ich habe ja lange auf Sylt gelebt und ich kenne ja die ganzen Surfer und die sind alle nicht doof. Aber das ist eine ganz andere... Was sie jetzt, die haben... Oh, warte, ich will mich jetzt nicht noch Kopf und Krangeln. Die haben alle, glaube ich, nicht Philosophie studiert. Und sind nicht Schriftsteller und so. Sondern die waren immer schon für easy peasy, freies Leben, gut, wir also surfen. Ich bin kein... ich habe das... Irgendwann haben wir als Familie einen Urlaub gemacht, als so die Jungs in einem Alter waren, wo es nicht mehr so ganz cool war, nur mit den Eltern wegzufahren. Ah. Und damit was Cooles gemacht wird, haben wir halt gesurft. Das habe ich auch nicht gemacht. Also ich bin da spät dazu gekommen. Und das war wirklich aber, das war metaphysisch. Weil mit deinen Jungs rauszupaddeln hinter die Brandung, dann sitzt du da auf den Brettern im Line-Up. Und ja, der große Ozean hebt sich und senkt sich und du weißt, dahinter ist nur noch... Halt, du hast aber jetzt echt was übersprungen. Also die Jungs sind Kids und an der Küste, die können das schon. So, und Papa sagt irgendwann, ich will auch surfen. Ich kenne den beschwerlichen Weg von... Das. Ach so, ihr habt es zusammen gelernt. Wir haben es zusammen gemacht. Ach, ich dachte, die Jungs können das. Und die können schon das natürlich viel besser als und ich. Und du sagst, ich will auch. Aber ich liebe dieses Gefühl, in der Welle zu sein und dann, bist dann du sozusagen guter der Surfer? Nein, natürlich nicht. Wie gut denn? Aber wenn du sagst, so raus hinter die Brandung, das finde ich schon sehr mutig. Ja, das ist ja noch nicht Surfen, das ist ja nur Paddeln. Ja, wenn man paddelt ja so raus, das und ist dann auch wird man ja schon so ein bisschen dum-dum-dum-dum-dum-dum. Nein, das, du hast ja das Brett im Fuß, also du kannst dann nicht, ja, noch schlimmer, kannst du nicht ertrinken, außer der Hai kommt. Ja, ja, ja. So, da das haben war übrigens, ja, wir haben mal vor den USA gesurft, Cape Cod, ja, die, diese Halbinsel oder Insel, die davor liegt. Und da war ein Riesenschild am Strand, hier wohnt der weiße Hai, oh, Surfer, passt auf und ja, vor allem surft nicht mit den Robben, weil der Hai frisst Robben. Mhm. Dann sind wir mit unseren Brettern los und dann, okay, dann surfen wir eben nicht mit den Robben. Und sind wir ins Wasser rein, ey, und die Robben wie Karnickel. Es war alles voller Robben. Oh, und die waren neugierig, die kamen, also die sind nicht weggekommen, sondern kamen so an, neben dir. Und die haben gesurft. Wenn die Welle kam und du hast so gepaddelt, dann paddelten die Robben auf einmal auch neben dir. Die wollten euch ärgern. So. Die kennen ja, und dann das dachten Schild. Wir, also das war schon ein bisschen... Komm, Touristbange machen. Ja, so war's. Und ohne Scheiß. Und das war, man muss auch aufpassen, dass die, dass die Robben nicht, also dass man die nicht umsurft auf einmal, weil ja, die dann ja immer das überall um mich rum waren. Und dann sind wir irgendwann rausgegangen und gesagt, war wohl nicht so, jedenfalls haben wir keinen weißen Hai gesehen. Kein aber Bruce. In dem Moment war Tumult am Strand und dann ja sind wir hingegangen und dann war da eine fette Robbe mit einem riesen Loch im Bauch, die da so anschwabbelte, die Gedärme überall. Das war schon, also... Schlimm. Es ist, ja, das, das ist metaphysisch. Bist du noch mal reingegangen danach? Wenn du das überlebst danach mit deinen Kindern, ist das... Das verbindet. Ja, es verbindet. Das erlebst Abenteuer und deswegen... Surfen ist eigentlich nur eine Metapher für große Dinge gemeinsam erleben. Wollen wir singen? Komm, wir singen. Ich musste ja. Ja, du, man muss hier singen. Ich freue mich sehr. Ich habe den Song lange nicht gehört und lange nicht, ja, sagen wir es mal so, mitgekriegt. Hast du den schon irgendwo gesungen? Wir singen. Nee, aber ich habe mal die Drei-Groschen-Oper spielen dürfen und müssen. Ja. Und das war tatsächlich so eine Art Schlüsselerlebnis, also Schülertheater. Mhm. Mhm. Und ich konnte überhaupt nicht singen und kann es auch noch, also Andrea sagt zwar unter der Dusche, aber es wurde immer schlechter und ich merkte, dass ich schlechter wurde und ich konnte nicht Noten lesen, kann auch noch immer keine Noten lesen. Und mein Kumpel da war, der Mackie Messer war, ich war Peachum, also der Bettlerkönig, ja, er war Mackie Messer, der hat, konnte auch keine Noten lesen, konnte auch nicht singen, aber der wurde immer besser. Und dann habe ich irgendwann den halb betrunken mal am Strand getroffen und gesagt, Jan, wieso kannst du eigentlich
so gut singen. Das kann ich auch nicht, aber ich lasse es mir nicht anmerken, dass ich es nicht kann. Und in der jetzt ohne Scheiß, das war sozusagen bis heute zur Politik ein Schlüsselerlebnis, wenn man nervös ist und zum ersten Mal im Bundesrat redet und Seehofer und Kretschmann und alle sind da. Oder zum ersten Mal auf dem Parteitag redet oder so. Da habe ich natürlich auch, also gibt es eine Nervosität und das habe ich auch noch nie gemacht und so etwas. Und dann denke ich immer, ich ohne Witz an diese Szene und sage, ja, aber ich lasse es mir nicht anmerken. Ja, und show off. Sowas. Show off. Und das Verrückte ist ja, dass es dadurch tatsächlich besser wird. Jetzt sind wir aber nicht nervös. Warum nicht? Weil wir Pappen haben. Da können wir ablesen. Das ist immer mein schönstes. Ja, der Text ist ja nicht das Problem. Das ist meins. Komm, der Band darf schon mal losspielen. Wir setzen irgendwo dann ein. Haben wir für dich geübt. Hört sich sehr gut ihr an, habt geübt, ich habe nicht geübt. Ja, weil du keine Zeit hattest, weil du noch irgendwo heute ich hab hier in Schweinswerda abgehangen hast. Seit 18:30 war ich hier, aber keiner... Erledigen musstest mit einem Patronengürtel voller Küstennebel. Mir wurde gesagt, du hast keine Zeit für mich zum Üben, weil du dich schminken musst. Ja, ja. Entschuldige, ich dass ich mich... 18:30 ich bin 53 Jahre alt und ich muss mich eine Stunde lang vor der Sendung jetzt schminken. Das muss ich sagen, sieht man gar nicht, oder? Nein, das musst du nicht sagen. Ja. Steht dir nicht. Gut Lügen steht dir gut nicht. Gut geschminkt. Ist die halbe Miete, sag ich dir. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Kiester hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An einem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. Und Schwul Meier bleibt verschwunden. Спасибо.